Meine Damen und Herren, mein Name ist Michael Neumann. Ich bin der Fahrer von dem Zoe, den Sie unten gesehen haben, der hellbraune. Ich bin der Vorbesitzer vom Fahrzeug vom Herrn Glatzle, der Twizy. Ich kann das nur unterstützen, was er gesagt hat, aber ich will jetzt ein bisschen über meinen Zoe reden. Als ich den Twizy gefahren habe, ging es darum, die billigste Möglichkeit zu finden, elektrisch zu fahren. Und nach einer Weile kam dann so dieser Komfortgedanke wieder auf. Man wird etwas älter. Werner hat so wunderschön geschrieben, Naturbelüftung. Ich bin verfroren, ich brauche eine Heizung. Und das Ding ist bretthart. Jede Briefmarke, jeder Deckel auf der Straße ist mein Freund. Ich kenne alle, ich weiche aus, weil sonst hopple ich darüber. Kann man machen, muss man aber nicht. Deshalb habe ich gesagt, ich nehme die nächste Variante. Renault Zoe, mehr Komfort, vernünftiger Kleinwagen, Heizung drin, mit Klimaanlage und Radio- und Navigationssystem nach den üblichen Standards. Das hat mir sehr gut gefallen. Zusätzlich können Sie beim Zoe bekommen mehr Reichweite. Er bleibt bezahlbar, er hat für mich immer noch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Alles in allem, schöner Kleinwagen passt. Wie setze ich das Fahrzeug ein? Es ist der klassische Zweitwagen. Ich fahre von und zur Arbeit, das sind um die 36 Kilometer pro Tag. Das heißt, ich komme mit einer Batterieladung 2-3 Tage aus und dann muss ich halt wieder anstecken. Hier eine interessante Seite, spritmonitor.de. Gibt einen Eindruck, welche Reichweiten bzw. spezifischen Verbräuche Sie bekommen. Sie sehen hier die Häufigkeitsverteilung für die Zoe und Sie sehen bei ungefähr 16,1 Kilowattstunden auf 100 oder genau 16,73 ist der Durchschnittswert. Ich schaffe das nicht. Ich kriege etwa 18 Kilowattstunden auf 100 im Sommer hin. Und im Winter bin ich jetzt bei 22 Kilowattstunden. Klar, Akkuchemie verringert mir die Stromleistung, die ich ziehen kann. Plus ich habe mehr Verbrauch, weil ich halt eine Heizung habe. Wie ich schon sagte, Komfort war der Grund, warum ich das Fahrzeug gekauft habe. Reichweite real bis ungefähr 25% Restladung. Ich bin da auch ein Sicherheitsmensch geworden. Ich möchte nicht ganz meinen Akku bis auf den letzten Kilometer auslutschen. Deshalb höre ich halt bei 120 Kilometer im Sommer auf und stecke ein. Und im Winter sind es dann ungefähr 100 Kilometer. Was macht Freude an dem Wagen? Schöner Kleinwagen, 4 Sitze, 5 Personen passen rein, wenn sie sich auf der Rückbank ein bisschen stopfen. Es gibt eine umklappbare Rücksitzbank, sehr positiv. Aus unerfindlichen Gründen eine nicht geteilte. Das Fahrzeug ist baugleich mit einem Renault Clio. Das heißt, wenn Sie die Clio-Rückbank bei eBay kaufen, können Sie die in den Zoe einbauen und haben dann eine 1 zu 2 Drittel teilbare Rücksitzbank. Wer es wissen will, kann man im YouTube-Video gucken. Das sind, glaube ich, 4 Schrauben und 2 Rastverschlüsse und dann kann man es wechseln. Egal, die Jungs haben es eben so gemacht, für diese E-Fahrzeuge nur eine einteilige Rücksitzbank, warum auch immer. Ich bin mit dem Ding auch umgezogen, man kriegt also wunderschön 4 große Umzugskartons rein. Die Waschmaschine hat nicht ganz geklappt. Da war einfach das Problem, dass der Ausschnitt hinten nicht ganz gereicht hat. Meine Waschmaschine war zu groß. Hat eine gute, schnelle Heizung. Jetzt hat man ein paar Wochen Probleme mit den Temperaturen, minus 10 Grad und mehr. Meine Frau fährt einen Prius, unser Langstreckenfahrzeug, und hat sich beschwert, der wird nicht warm. Ich habe da kein Problem. Wärmepumpe drin, ich fahre praktisch los. Das Auto ist nicht vorgeheizt, könnte ich machen, habe ich nicht gemacht. Diese ganze Zeit und sofort bringt die Wärmepumpe mir Energie rein und ich kriege schöne warme Finger und der Rest vom Wagen, dann wird er auch gut warm. Hat ein gutes Radio, hat ein Navigationssystem, ob man das jetzt braucht, für ein Kurzstreckenfahrzeug sei dahingestellt. Auf alle Fälle ist es drin. Contra, bei allem Verständnis für unsere Freunde von Renault, im Bereich der Software, im Bereich der Website, sind sie noch meilenweit von dem entfernt, was unsere Herren von Tesla hinkriegen.
Normalerweise würde mich interessieren, wann habe ich denn geladen, wie viel Kilowatt sind denn da geflossen, wann war das, wie lang stand ich, was ist meine Reichweite, diese ganzen spezifischen Sachen, die Sie sonst per Hand im Fahrtenbuch nachtragen. Das speichert das Auto, aber Sie kommen nicht ran, weil die Website, die sie Ihnen ermöglichen sollte, nicht funktioniert. Oder zumindest kriege ich sie nicht zum Laufen. Die Seite ist manchmal nicht erreichbar, dann gibt es irgendein Software-Update, das aus irgendwelchen Gründen auf meinem Windows-Rechner nicht geht und was auch immer. Deshalb klappt diese Geschichte mit den Ladeinfos, die ich eigentlich haben möchte, so nicht. Ich bin also wieder beim handschriftlichen Nachschreiben. Also gut. Was ich auch sehr ärgerlich finde, die lieben Kollegen von Renault haben beschlossen, ihre Software-Updates, dieses Auto telefoniert sehr gerne mit zu Hause, hat ein eigenes Modem drin und redet sehr viel mit Renault, hat seine Vorteile. Ich konnte mein Navigationssystem, das haben sie vergessen, freizuschalten. Das konnte mir also der Händler per Fern innerhalb von 2 Stunden freischalten. Lief wunderbar. Also irgendwie scheint es in beide Richtungen zu gehen. Aber leider gibt es auch Software-Updates. Und sie gucken ziemlich blöd mit einem Elektroauto, wenn sie dann das Auto hinstellen und sie sind so ein bisschen knapp mit der Reichweite, wollen aber noch nicht laden, weil es reicht ja eigentlich noch, gehen auf Aus. Und das Nächste, was passiert, die Hauptscheinwerfer gehen an, beleuchten ihre Garagenwand und es kommt das Display Show Me Home Function Enabled. Das heißt, das Auto ist der Meinung, es muss mir zeigen, dass es jetzt der Weg ist, nach Hause zu gehen, in diese Richtung, da ist das Licht. Ich wäre halt sehr gerne dafür, wenn ich schon sowas kriege, dass man mir vielleicht eine kleine Nachricht gibt in diesen wunderschönen großen Displays da drin. Es gibt auch so ein komisches Ding wie Telefon, man könnte mich anrufen oder eine SMS schicken. Man könnte auch so ein konventionelles, revolutionäres Kommunikationssystem wie eine E-Mail benutzen. Oder macht's halt nett. Und dann gucke ich da und kriege etwas Blutdruck, wenn ich jetzt überlege, ja, macht er die auch wieder aus? Weil, wie gesagt, ne, ich muss ja eigentlich, wollte ich mit dem Strom, den der jetzt da verbrennt, um mich da nach Hause zu zeigen, morgen noch ein paar Kilometer fahren. Reicht's mir jetzt? Muss ich nochmal? Es ist echt aufregend. Und sie gehen dann raus aus dem Wagen und nach einer halben Stunde haben sie dann trotzdem keine Ruhe und gucken, hat er jetzt die Show-Me-Home-Funktion ausgeschaltet oder nicht? Und sie raten mal, was passiert ist. Eine halbe Stunde lang gucken die Scheinwerfer, volle Leuchtung, auf meine Garage. Sehr, sehr schönen Dank für dieses Software-Update. Und was ich dann nicht verknusen kann, am nächsten Tag ist es weg. Funktionalität wieder abgeschaltet. Echt cool. Echt coole Lösung. So macht man Kunden, die Elektroautos kaufen, die Vorreiter sind, folge meinen Kollegen, die hier das beschrieben haben, so macht man die richtig wütend und wünscht sich eigentlich nichts weiter, als dass ich in dieses Auto, in die Software reingucken könnte, um diese Update-Funktionalität auszuschalten, was mir allerdings nicht gelingt. Insofern eben dieses Software-Seite und Webseite von Renault, das ist gewöhnungsbedürftig. Trotzdem, geht er jetzt noch weiter? Eine Seite habe ich, glaube ich, noch. Ja. Erfahrungen mit Werkstätten. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben, aber es ist so ein bisschen angeklungen. Im Kreis Heidenheim ist es ein bisschen schwierig. Das Fahrzeug kommt aus Neu-Ulm vom Autohaus Wuchenauer. Hervorragender Händler, der will sogar Autos verkaufen. Er will sogar Elektroautos verkaufen. Sehr engagierter Händler. Im Kreis Heidenheim tue ich mir da gerade wegen hart. Persönliches Resümee, jederzeit wieder. Und wenn das Fahrzeug seine Lebenszeit erreicht hat oder in vielleicht 3 Jahren, schauen wir mal, was dann auf dem Markt ist und dann könnte es eventuell ein Tesla 3 werden oder irgendwas anderes. Aber sicherlich bleibe ich bei diesen Fahrzeugen als Zweitwagen auf der Elektroseite. Gut, das war es jetzt im Schnelldurchgang.